Ja, jetzt nochmal mein kleiner Nachsatz, mein kleiner Schlusssatz zur aktuellen Löschung seines YouTube-Accountes, unseres Freundes Yogi. Ich hatte mir ähnlich, wie ich mir Spickzettel für meine Faltenerlebnisse geschrieben hatte, auch da zwei, drei Zettel vollgeschrieben. Die habe ich aber gerade in die Tonne geworfen, weil ich einfach für mich entschlossen habe oder beschlossen habe, dass ich keine großartige Meinung dazu kundtun werde, eigentlich nur eine Bitte dazu äußern möchte. Ich bin hier vor einem Jahr sehr, sehr freundlich und sehr nett aufgenommen worden. Ich durfte meine Fehler machen. Ich habe meine Fehler gemacht. Ich mache heute natürlich noch bei meinen Videos meine Fehler und ich werde auch heute noch Dinge erzählen und in Zukunft Dinge erzählen, die wahrscheinlich einigen Leuten nicht gefallen werden. Ich kann nur euch bitten, egal wie professionell ihr seid, wie amateurhaft ihr euch, wie ich mich hier bewege, bleibt bitte dabei. Es macht unheimlich viel Freude. Wir haben Menschen in unserer Community, die Sprachfehler haben. Denen höre ich genauso gerne zu, wie ich Menschen zuhöre, die wirklich geschliffen und sehr gut sprechen können. Wir haben Menschen dabei, die über eine mangelhafte technische Ausstattung verfügen. Auch da bin ich durchaus bereit, das ein oder andere Auge zuzudrücken, weil wenn ich sehe, dass derjenige sich bemüht, dass er Freude daran hat, dann freue ich mich auch darüber, dass ich da teilnehmen darf. Ich habe nicht den Anspruch zu sagen, ich schaue von irgendeinem erhöhten Punkt auf andere herab, um sie zu klassifizieren oder mal zu schauen, wer macht was richtiger als jemand anders. Ich lerne von jedem Video, was hier eingestellt wird. Ich sehe auch Fehler, die natürlich gemacht werden. Warum dann bitte diese Leute nicht direkt ansprechen und sagen, hör mal, du hast da letztens was erzählt, Rainer, das war jetzt Quatsch gewesen, das war Kabis, dann gehe ich hin und werde das richtigstellen und ich hoffe und glaube auch, dass das bei den meisten anderen auch der Fall sein wird. Also bitte, 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 lasst uns jetzt nicht irgendwelche Gräben aufreißen und dann dahin gehen und was. Lange Rede, kurzer Sinn. Zähne zusammenbeißen, Arsch zusammenkneifen und weitermachen, weil ich glaube, wir sind nicht auf dem falschen Weg. Wenn irgendwo Sachen sind, die euch nicht passen, vernünftig, sauber, trocken drüber reden und nicht hingehen und Accounts löschen oder irgend sowas, das hat keiner von uns verdient. Ja? Also, von daher, ich freue mich auf ein Jahr 2013, wo wir gemeinsam wieder viel Freude haben werden und denkt dran, der René passt auf uns auf. Ciao.